Unser Spardetektiv Daniel Engelbart hier bei uns im Studio, um uns zu warnen vor den Kostenfallen im Urlaub. Wir starten mit den Mietwagengebühren. Wo werden wir da abgezockt? Nun, beim Mietwagen muss man aufpassen, ähnlich wie bei den Flugreisen, wo ich sage, je günstiger, desto schwieriger. Warum? Naja, weil man gibt den Mietwagen schon sehr günstig raus, versucht natürlich das Geld dann woanders reinzuholen. Das ist einmal bei dem Thema Versicherungen wichtig. Auch dort haben wir schon oft gesagt, aber jetzt gerade, wo es dann vor der Tür steht, der Urlaub, schauen, was habe ich an Versicherungen? Nicht, dass ich überversichert bin, weil je günstiger der Anbieter ist, desto härter wird er mich darauf drängen, zu sagen, hier wollen sie nicht, sie müssen noch. Und es ist manchmal wirklich schwierig, da Nein zu sagen. Wenn ich aber genau weiß, was ich habe, kann ich da entschieden darauf verzichten und sagen, nein, das will ich wirklich nicht haben. Genauso das Thema Tankregelung. Schauen, was für eine Tankregelung dort angegeben ist. Sprich, idealerweise so, wie ich das Auto bekomme, wenn es voll ist, dann einfach wieder voll zurückgeben. Weil voll bekommen und dann leer fahren ist natürlich schwierig, weil manchmal reicht es nicht, dann tanke ich doch wieder nach. Oder es ist halt dann zu viel im Tank, dann schenke ich letztendlich dem Verleiher diese übrigen Liter Benzin. Von daher einfach darauf achten und einfach gucken, was für zusätzliche Angebote wie Zusatzfahrer etc. dazukommen. Somit den echten Preis ausrechnen und dann fair vergleichen. Und dann bin ich am günstigsten letztendlich dabei. Kostenfalle Parkgebühren. Was droht uns denn da? Parkgebühren bei Sehenswürdigkeiten. Gerade im Urlaub möchte man, wenn man im Auto unterwegs ist, sich bestimmte Sachen anschauen. Mhm. Und gerade rund um den Sehenswürdigkeiten ist alles immer super teuer, super gefährlich. Mir selber ist es in Valdemossa auf Mallorca passiert. Dort wirklich darauf achten, man darf fast nirgendwo parken. Und wenn man sein Auto da abstellt, dann hat man ein riesenteures Ticket, was auf Spanisch ist und man gar nicht weiß, wie man es gleich bezahlen kann. Darauf zielen die halt ab. Lieber mit dem Auto auf den Parkplatz fahren, der vielleicht ein bisschen außerhalb gelegen ist und dann die öffentlichen Verkehrsmittel, Bus etc. nehmen, um reinzufahren, weil dort letztendlich, das ist mit einfach eine Einnahmequelle der Städte mittlerweile rund um die Sehenswürdigkeiten, unbedingt aufpassen. Wo können wir reinfallen bei der Arztrechnung? Beim Arzt ist es letztendlich so, im Urlaub, wenn ich krank werde, brauche ich eigentlich eine Reisekrankenversicherung. Wenn ich nicht vorher schon mich aufgeklärt habe und geschaut habe, was ich an Versicherungen habe, kann das richtig teuer werden, ein Rücktransport etc. Auch da, letztendlich ist es so wie bei allen Versicherungen, wenn ich sie nicht brauche, oder ja, dann hätte ich es mir auch sparen können. Nein, genau dann, wenn es nämlich drauf ankommt, dann bin ich froh, wenn ich sowas habe. Deshalb unbedingt schauen, die sind recht günstig. Vor allem kann man sie für die ganze Familie, für ein ganzes Jahr auch abschließen und einfach vorher checken, weil wenn letztendlich der Ernstfall eintritt, dann ist es zu spät und dann sind es einige tausend Euro, die man locker für einen Rücktransport nach Deutschland anfallen. So, was rätst du uns bei den Roaming-Gebühren? Roaming ist der Fall, wenn ich halt außerhalb der EU unterwegs bin. Es heißt ja Roam like at home, das heißt in Europa und den EWR-Staaten soll es genauso sein wie zu Hause. Aber Länder wie die Schweiz, die Türkei sind nicht dabei. Es ist die Frage, ob Großbritannien ab nächstem Jahr noch dabei ist. Momentan gilt diese Regelung noch bis Ende des Jahres. Das heißt, darauf achten bei den jeweiligen Provider zu schauen, wenn ich ins Ausland fahre, ist mein Roaming damit inkludiert? Wenn nicht, idealerweise Datenroaming sofort ausschalten und entweder WLAN vom Hotel nutzen oder ansonsten eine lokale SIM-Karte sich besorgen. Mittlerweile gibt es ja auch eSIMs für viele Handys. Dann kann ich mir wirklich sehr, sehr einfach eine elektronische SIM-Karte draufholen und habe dort für ganz wenig Geld lokal ein tolles Datenvolumen, was ich sogar mit der Familie dann teilen kann. Deshalb unbedingt vorher sich informieren, weil ein paar Megabyte im Roaming, gerne in der Türkei und so, kostet gleich einiges an Geld, was man dann hätte sparen können. Wo lauern die Kostenfallen beim Übergepäck? Übergepäck ist gerade bei Fluggesellschaften, je günstiger der Preis, desto teurer letztendlich das Theater mit dem Gepäck. Vorher unbedingt schauen, wie viel Kilo darf ich überhaupt mitnehmen. Manchmal sind es 20 Kilo, manchmal sind es 23 Kilo. Das Argument wusste ich nicht. Ich dachte, es sind 23 Kilo, das haben die Mitarbeiter schon oft gehört. Damit komme ich nicht durch. Das Schlimme ist auch, also schon mehr als ein halbes Kilo wird dann gerne aufgerundet, beziehungsweise es sind nur noch Pauschalpreise. Das geht dann nicht pro Kilo, sondern es kostet dann gleich mal 50, 100 oder gerne mal 150 Euro mehr für einen Koffer. Deshalb zu Hause A, gucken, wie viel darf ich mitnehmen, wirklich fair wiegen den Koffer und zur Not schnell online, das geht noch bis zu 24 Stunden vorher, mir letztendlich ein zusätzliches Gepäck buchen, weil da kostet es noch halbwegs normal der Preis. Wenn ich dann im Vergleich zum Schalter da bezahlen muss, dann mit 100 Euro lohnt sich aber nicht mehr. Aber erlebt man immer wieder, ne? Gerade bei Familien, die stehen dann da am Schalter und sind total verzweifelt. Genau, und je kleiner, je günstiger der Preis ist, desto härter sind die einfach. Wie gesagt, bei einem großen, renommierten eine Fluggesellschaft, die wirklich auch teurere Tickets hat, da gucken die gerne mal drüber hinweg, aber wenn ich dann wirklich mit so einer Billig-Airline fliege, das kann sehr schnell sehr teuer werden. Sag noch mal schnell was zur Währungsumrechnungsgebühr.
Alles, was ich nicht in Euro zahle, muss ich aufpassen mit der Kreditkarte. Da fallen Währungsumrechnungsgebühren an. Mhm. Gerne wird im Restaurant oder auch im Geschäft gefragt, zu sagen, wollen Sie in Euro zahlen? Ja. Also man hat dann verstanden, dass man aus Deutschland oder aus Europa kommt. Mein Tipp, nicht dieses Angebot annehmen, sondern immer die Währungsumrechnung der Kreditkarte des Geldinstituts nutzen, weil dort werden wirklich die fairen, normalen Preise genommen. Ansonsten habe ich wirklich einen nachteiligen Kurs und dann wird das Schnäppchen, was man hat, auf einmal dann doch teuer und zahlt dann viel, viel mehr, als wenn ich es letztendlich bei der Kreditkarte mache. Ist eine kleine Geschichte, ist aus Bequemlichkeit, wo man sagt, oh ja, rechnen Sie gleich in Euro um. Nein, nicht machen. Immer in der Landeswährung dann zahlen und dann zu Hause wird es fair umgerechnet. Guter Tipp, habe ich bisher tatsächlich falsch gemacht. Danke, Daniel. Wenn Sie noch Fragen haben, Daniel hat ja auch eine Instagram-Seite und beantwortet sicher gerne. Sehr gerne. Alle Ihre Sorgen und Nöte. Vielen Dank, Daniel. Danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.